So. Hallo, Freunde der Botanik, zu einem weiteren Gartenvlog hier aus dem Garten. Ja, es geht weiter mit der Ernte. Dem Fenchel geht's gut soweit. Und ich werde mir mal hier so ein schönes Blatt Kapuzinergresse genehmigen. Mmh, würzig. Und gesund. Ja, könnte ich doch mal die Zwiebeln rausmachen. Ihr seht, die kann man. Hier oben muss man ein bisschen gucken, wie weit die so sind, aber diese trockenen hier, also wenn diese Stängelblätter oben so vertrocknet sind, dann. Und die einfach hier rausziehen, dann sind sie nämlich so weit. Sehr toll. Oh, das ist ein Beikraut. Huch. Immer mit Wurzel rausmachen natürlich. Ja, die Zwiebel ist eigentlich relativ anspruchslos im Garten. Hauptsache sonnig soll das halt sein. Und dann klappt das schon. Gibt es ganz, ganz viele Sorten. Und das sind hier alles gesteckte Zwiebeln. Also die habe ich in klein hier rein und dann, jetzt werden sie eben geerntet, wieder rausgezogen. Es gibt auch Sommerzwiebeln und Winterzwiebeln und ja, ganz viel verschiedene Sorten. Mit der Fruchtfolge muss ich mal noch gucken. Also eigentlich darf ich hier dann nächstes Jahr keine Zwiebeln hinsetzen. Ja, hier seht ihr die größte Zwiebel, die ich habe. Die lasse ich auch mal noch drin. Sehr groß gewachsen. Ja, und gute Nachbarn wären Gurken, Möhren, rote Beete, so Kräuter. Das hier ist ein, müsste ein Knoblauch sein hier. Ja, ah, da ist auch noch eine. Ah, eine ganz andere. Eine rote. Da. Die darf natürlich trotzdem zu den anderen. Ja, es sind noch einige Kürbisse versteckt. Und wenn ihr wissen möchtet, wie es mit den Kürbissen weitergeht, dann könnt ihr hier auf dem Kanal die Glocke aktivieren und werdet benachrichtigt. Hier, der ist auch schon von der Farbe ganz gut. Und hier vorne, den wollte ich auch noch kurz zeigen. Guckt euch den mal an, wie der hier wächst. Eine kleine Impression, was man mit den Zucchinis so machen kann. Und hier an der Pflanze seht ihr, da kommt noch einiges an Nachschub, bis dann halt der erste Frost kommt. Und wer sitzt hier? Ein Mitesser. Wupsi! Ja, den Schnecken schmecken die Zucchini auch. Die gehen hier immer an diese Blüte. Und dann fressen sie sich halt schon auch rein. Ja, darum machen wir die mal weg hier, die große. Schmeckt's? Ja, sehr gut, danke. Und ja, die da vorne machen wir auch noch weg. Da hängt so ein bisschen Zeug dran. Was ist das denn eigentlich? Ist das von den Schnecken? Das muss natürlich runter. Bah. Ja, die Indianerbohnen sind jetzt langsam auch ganz dunkel. Also reif. Kann man dann auch bald mal ernten. Ja, nochmal kurzer Schwenk hier durch den Garten. Wenn ihr jetzt auf das Upload-Datum des Videos schaut, dann müsst ihr berücksichtigen, dass ich da aus produktionstechnischen Gründen etwas hinterher hinke. Darum hier, ja, noch dieser tolle grüne Zustand hier im Garten. Ein bisschen Beifuß habe ich hier noch stehen lassen aus, ja, Experimentiergründen. Ja, und hier beim Mais, da gibt es auch ein paar Bohnen, Stangenbohnen. Oh, und hier eine Holzbiene. Sieht für mich aus wie eine Holzbiene. Die sitzt hier auf dem Blatt der Bohne. Toll. Hier gibt es noch einen Maiskolben, den ich mitnehmen könnte. Das mache ich auch. Und die Biene lässt sich auch nicht stören. Sehr gut. Jetzt wird ein bisschen wackelt. Vielleicht ja auch ganz angenehm. Ich finde hier jetzt doch immer noch mal wieder eine Zwiebel. Da steckt auch noch eine. Und hier drunter noch, unter der Kresse, geballte Zwiebelpower.
Zwiebel kann man eigentlich immer brauchen, finde ich. Die hier lasse ich noch drin, die große. Ja, auch hier steht wieder Amaranth. Da, dieses rote Pflänzchen. Und auch hier hinten habe ich das noch entdeckt. Und da dachte ich ja mal, wenn das hier, das könnte doch von da drüben, da hatte ich mal diesen Erdbeerspinat, das könnte sich doch hier verteilt haben. Aber nein, ist eine andere Pflanze. Da. Schau mal rein. Huch, was ist da jetzt? Das ist ja Kapuzinerkresse, da kann ich auch mal kurz reingucken. Ah, eine Biene. Ah, toll, oh, tolle Blüte. Mm, und was ist hier noch? Ach, ich gehe da mal rein. Ha, nicht schlecht. Mm, das ist ja toll. Huiuiuiui. Ja, hier waren ja mal die Kartoffeln drin. Der Kartoffelcorner war hier, Kartoffelecke. Da mache ich jetzt Gründünger rein, damit da wieder was anwächst und also Beikräuter weghält, sondern eben der Gründünger wächst über den Winter. Schön angießen. Dann sollte das schon klappen. Es sind verschiedenste Pflanzen drin, die dann hier dieses Beet besetzen. Bis zum nächsten Jahr. So, hier seht ihr jetzt mal noch die Beifußstecklinge. Denen geht's wunderbar hier bisher. Und hier hängt auch noch der Rest vom Beifuß, trocknet so vor sich hin. Riecht auch wunderbar. Ich lege mal jetzt noch die ganzen Sachen hier ab, die ich heute mitgenommen habe aus dem Garten. Ja, und dann soll es das auch gewesen sein für diesen Vlog. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Gartenvlog auch wieder mit dabei seid. Ja, und sag einfach mal, bis dann!